Hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Begins. Wo ist der Joker? Ja, nach dieser unglaublich authentischen Batman-Imitation heiße auch ich euch herzlich willkommen zurück zu Batman Begins. Wir sind jetzt laut meiner Speicherliste im sechsten Abschnitt des Kapitels Arkham Untergrund. Und wenn wir auf die Select-Taste gehen und unsere Ziele nochmal uns verinnerlichen, rette Rachel, befreie Rachel Dawes aus der Gewalt von Dr. Crane und besiege Dr. Crane und finde heraus, für wen er arbeitet, dann sollte das eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, weil so stark ausführlich hören sich diese Ziele jetzt nicht an. Was sich aber gefährlich anhört, beziehungsweise was gefährlich aussieht, sind diese bewaffneten Männer auf meinem Radar hinter dieser Tür, wo ich gleich mal mit meinem Optikkabel einen gewieften Blick dahinter werfen werde. Was steht denn da drauf? Kaution. Caution. Do not open while unit is operating. Okay, habe ich auch nicht vor. Ich schaue mir jetzt erstmal die bewaffneten Männer an. Natürlich kann man ihn töten. Was, wenn er kein Mensch ist? Er ist nichts weiter als ein Mann, der euren Aberglauben und eure Ängste ausnutzt. Ihr seid in der Überzahl und ihr wisst, dass er kommt. Also los. Irgendwas stimmt nicht. Er müsste längst hier sein. Soll ich Batmans Sekretärin anrufen und fragen, wo er bleibt? Das ist überhaupt nicht witzig. Kein bisschen. Mann, Jerry. Es ist, wie der Doc gesagt hat. Wir sind in der Überzahl und bewaffnet. Mach dir wegen dem Kerl doch nicht in die Hose. Okay, drei bewaffnete Männer, die bereit sind, mir den Garaus zu machen, indem sie mir einige Kugeln in den Brustpanzer feuern. Dann muss ich wohl einen anderen Weg hier reinsuchen. Oh, ein Medikit. Wie sieht es eigentlich mit meinem Leben aus? Ein Fledermausfeld fehlt mir. Wie viel ist hier drinnen? Öffnen. Genau eine Dose. Ja gut, dann verleibe ich mir das ein und trete dann mit vollem Leben den Typen gegenüber. So, gibt es hier irgendwo Weg? Na, hier kann ich irgendwie nur diese Regale benutzen. Oh, da oben ist ein Lüftungsschacht. Sehr schön. Ja, warum? Da muss ich jetzt irgendwie rauf. Vielleicht, wenn ich an diesen, wie, was heißt das, Bücherschrank, wenn ich da einen Batarang dran wirf, vielleicht fällt da dann das Teil runter und ich kann da raufklettern. Machen wir mal. Ha! Klasse. Was war das? Was, wenn er das ist? Was, wenn es Batman ist? Du hast doch eine Knarre, oder? Schon, aber ich habe gehört, dass ihm Kugeln nichts ausmachen. Er soll unsterblich sein. Ja, das bin ich auch. Nein, leider nicht ganz. Hier haben wir nur Gitter jetzt. Meine Intention war richtig. Ich bin gerade voll stolz auf mich, dass ich das so herausgefunden habe. Da können wir auch nicht durch. Tür. Ach, die ist wahrscheinlich da unten in dem Raum drin. Ja, bewaffnete Schläger. Ich weiß, dass es die da gibt. Oh, öffnen. Können wir... Ach so, das können wir jetzt öffnen, das Zugangsgitter. Puh. Oh, da läuft auch gleich einer. Das sind zwei in dem Raum. Einer jetzt da vorne. Und einer da. Okay, ich glaube, ich nehme erstmal den da hinten, weil der guckt so schräg. Der würde mich sehen, wenn ich den am Schaltpult ausschalte. Okay, und erledigen. Oh, fuck. Das war vielleicht ein bisschen auffällig. Oh, och nee. Zum Glück hat der Typ da vorne nichts davon mitbekommen. Dann kann ich ihn jetzt auch noch erledigen. Hallo, Bürschchen. Okay, die werden aus dem Weg geräumt. Jetzt Energieversorgungscomputer. Aha, das sieht so aus, als ob das die Möglichkeit wäre, den Typen da unten Angst zu machen, auf dass die ihre Waffen fallen lassen. Wo stehen die denn? Da unten vor der Tür immer noch bereit, den Eindringling abzuballern. Doch, machen wir ihnen mal Angst. Ich weiß noch nicht, wie das damit aussieht. Vielleicht irgendwie Funken oder Stromausfall. Schauen wir mal nach. Dieses Objekt kann nur mit dem Elektrohack manipuliert werden. Ist ja klar. Dann hacken wir uns mal rein. Eine grüne Null bekommen wir bekommen. Oh, fuck. Jetzt dachte ich, kann ich das timen? Einmal raus und dann geht alles nicht mehr. Schade. Na gut. Dann gehe ich mich halt auch mit der zweiten Null zufrieden. Was zur Hölle? Das sieht nicht gut aus. Was zum Teufel ist passiert? Keine Ahnung. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich will hier nur weg. Reiß dich zusammen. Ich habe Kinder. Ich kann nicht. Es hieß, das wird ein einfacher Job. Und passiert schon nichts. Ich weiß nicht. Ich habe das dumme Gefühl, dass du dich irrst. Ha,
Habe ich auch. Ihr legt euch schließlich mit Batman an, der sich jetzt wagemutig in diesen Kampf stürzt, erstmal in die Konterstellung geht und eigentlich einen Konter jetzt machen wollte. Aber das hat natürlich nicht funktioniert. Konter klappt mit dem Spiel. Ah, gerade eben klappt er. Dann trappe ich mich hier noch ein bisschen rum. Multi-Angriff, schlag die Leute quer durch den Raum. So, jetzt habe ich einen Konter gemacht, der natürlich beim nächsten Angriff direkt angewandt wird. Das finde ich klasse. Dann schlage ich mich hier ein bisschen durch. Multi-Angriffe und sowas. Pom, 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 trappen. Ach komm, was soll denn das? Jetzt habe ich an dem vorbeigetrappt oder was? Ach komm, wo rennt denn der hin hier? Hm, okay, da kommen schon die Nächsten. Kurz kontern, ne? Dann klappt das auch alles ein bisschen gechillter. Pum, 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 Fäuste, Fäuste und noch Füße und finale Angriffe und der Typ ist weg. Noch einer? Tür? Nö, das war's jetzt anscheinend. Waren das schon alle? Es waren doch drei Gegner, oder? Ich kann mich nur erinnern, zwei erledigt zu haben. Was soll's, jetzt kann ich die Tür wenigstens ungestört öffnen, wenn es überhaupt geht. Oh! Ein bisschen frische Luft hier reinlassen, nachdem wir den ganzen Verwesungsgeruch hier freigesetzt haben. Und dann geht es durch diese Tür vorne. Was erwartet uns dort? Wie sieht es mit Leben aus? Ja gut, wie viel hat es hier drinne in dem? Zwei Dosen? Nö, das brauche ich gerade nicht. Schauen wir erstmal hinter diese Tür. Da ist nur ein mysteriöser leerer Gang. Ach, ein Schloss. Ein hochkomplexes Schloss dazu noch, wo ich das erste schon nicht schaffe. Klar, so ungeduldig und hastig wie ich bin. Hoffen mal, dass wir es jetzt hinkriegen, ne? Und das letzte, die letzte Schicht. Klasse, die Tür ist offen. Wuhu. Kein Checkpoint. Ich hab behindert. Muss ich womöglich den ganzen Kampf nochmal machen, wenn ich jetzt hier irgendwie verrecke. Doch, hier ist ein Checkpoint. Ich speichere kurz. So, und dann hoffe ich mal, dass wir Rachel und Dr. Crane noch finden. Oh, grüne Punkte auf dem Radar. Das sind unbewaffnete Gegner. Und ich sehe hier keine Versteckmöglichkeit. Dann springe ich in den offenen Kampf. Oh, oh, oh. Sie hat mich gegessen. Weiter, los. Oh mein Gott, das war Rachel. Oh, wir müssen sie verfolgen. Und dazu geht es natürlich nicht den einfachen Weg, den Aufzug hinterher. Wir müssen an der Seite hochrennen, zum Beispiel mit dem Bathaken. Da können wir es direkt hier auf den Balkon hier gleiten lassen, wenn ich gerade gescheit gleiten könnte. Und dann wird hier uns schon die Kiste hier schön auf dem Bildschirm markiert, weil die mit dem Aufzug schon wieder wegfahren. Das heißt, wir müssen die Kisten zu Kleinholz schlagen und dann hier entlang gehen, wo wir Treppen. Treppen, Treppen, nichts als Treppen. Muss der arme Batman hier hinauf? Okay, wo muss ich ihn jetzt hin? Muss ich an das Rohr rauf, oder? Okay, dann an das Rohr und mich rüberhangeln. Ich hab ja die Zeit. Rachel wird ja bloß gerade entführt. Soll mich ja nicht jucken, hier irgendwie schneller zu arbeiten. Geht ja nicht auf Zeit oder so. Weil die warten im Aufzug immer, bis sie mich sehen. Ach, war der jetzt irgendwie... Wo ist denn der Aufzug, wo die sind? Was soll's? Ich nehme den Sicherungskasten. Kann ich da schon einen Batarang hinwerfen? Oder was soll ich da machen? Ach, jetzt kann ich machen. Ach komm, mach doch. So, klasse. Dann geht die Tür auf. Ach, ist das hochkompliziert, dieser Frau zu folgen. Wo will sie denn überhaupt hin mit dem guten Dr. Crane? Oh, da hat's gerade geleckt, warum auch immer. Da stand der Batman kurz still und starr in der Luft. Könnt ihr ihn doch umlegen? Nicht nötig. Meine Patienten werden sich um ihn kümmern. Oh mein Gott, ein Kampf mit Verrückten steht mir bevor. Ich habe zum Glück einen Kontor gemacht. Und wenn die jetzt wieder kommen, würde ich gerne einen Multi-Angriff machen. Ja, hack halt auf mich drauf. Wieder den Kontor zu früh. Multi-Angriff. Multi-Angriff, Batman! Mach doch mal, was ich dir sage, gell? Den trappen wir ins Gesicht. Dann gehe ich wieder in die Konterstellung. Würde gerne einen Konter ausführen, aber das geht hier ja nicht. Boah, Alter, wie es mich aufregt. So, alle drei auf einmal. Drei auf einen Streich. Alter, wie die mich hier schlagen und meine Abwehrstellung halt gar nichts bringen. Komm, greif mich an. Konter wieder zu früh gemacht. Finaler Angriff. Was? Finaler Angriff? Kann ich ja schon einen finalen Angriff machen? Scheint so. Bei dem eigentlich auch so tot, wie der schon ist. Und dann fehlt nur noch ein einziger. Konter. Och, die Konter kann ich vergessen. Die bringen hier so überhaupt nichts. Och, dann halt verschlagen an sich. Während der mir hier schon alle Knochen im Leibe bricht. So. Klasse. Wieder ein hocheleganter Kampf hier. Ich schäme mich schon dafür, dass ich sowas überhaupt veröffentliche. Tür öffnen. Oh. Komme ich da nicht an? Nee, eine Leiter. Um der Rachel zu folgen. Keine Sorge, Schatzi. Ich komme. Eine Taste. Was macht diese Taste? Oh, warte. Moment. Ach, die lässt einen Haken hier rüberfahren. Wo ich dann wahrscheinlich mit dem Bathaken ran kann. Gleite dich hinab, Batman. So. Hakenpunkt. Bathaken ran. Wuhu.
Und schon bin ich meiner Freundin wieder ein bisschen näher. Beziehungsweise, sie ist ja eigentlich gar nicht mit Bruce Wayne bzw. Batman zusammen. Er steht nur auf sie. Etwas weiter. Das Asylum ist mein Spinnennetz. Es wird nicht lange dauern, bis ihr sich darin verstrickt. Bis ich mich darin verstricke? Ha, hättest du wohl gerne. Ich laufe nur gegen Kisten. Das hält mich auch noch nicht auf. Zugangsgitter kaputt machen. So. Oh, langsam. Also wenn ich als Batman die ganze Zeit in diesem schweren Kostüm rumrennen müsste, ist ja Kevlar laut dem Film. Oh, Checkpoint, speichern. Dann würde mich diese ganze Bewegung hier doch recht konditionsmäßig beeinträchtigen. Wenn ich die ganze Zeit dieses schwere Gedöns mit mir rumschleppen muss. Okay, ein Tunnel. Kleiden, Batman! Ich weiß, das ist ziemlich viel für eine Psychiatrie. Aber du wärst erstaunt, wie viel Müll hier anfällt. Fuck. Was soll ich jetzt hier machen? Muss ich da rüber? Nö, eine Kiste oder was? Muss ich mich da runtergleiten lassen einfach? Machen wir jetzt hier einen auf Star Wars mit Müllpresse und sowas? Sieht ganz so aus. Okay. Dann muss ich das hier wohl kaputt machen noch rechtzeitig. Während hier der ganze Müll auf mich einschlägt. Hallo Batman? Nur Batarangs hier oder was zur Hölle? Was machst du hier eigentlich? Mach die Kisten kaputt. Oder muss ich da rauf? Moment, Moment. Ich meine, da ist ein Zugangsgitter. Ich dachte, da muss ich dann durch. Oh. Ja, Kisten kaputt, öffnen, mach das Zugangsgitter auf und rein hier. Boah, ich will noch der Müllpresse zuschauen, was da mit mir passiert wäre. Oh mein Gott. War wirklich eins auf Star Wars gemacht hier. Und wieder sehr chaotisch von mir gelöst. Na gut, besser als gar nichts. Ich entfliehe der Müllpresse, um doch noch meine geliebte Rachel wieder einmal in den Armen zu halten. Zugangsgitter öffnen. Wow, was sind das hier? Wieder so ein zerfallener Raum. Da gleiten wir wieder raus. Zur Treppe eigentlich wollte ich hin. Batman, wo bist du? Wo bist du? Ach, da bist du. Ja, nicht hier immer so mir aus dem Sichtfeld laufen. Das verwirrt mich sehr. Batman, hier kannst du rum. Die Treppe rauf, gell? Und so kommen wir dann auch zu unserem Zielort höchstwahrscheinlich, weil wir ja gerade keinen Radar mehr haben. So toll, wie das Spiel hier gerade ausgestattet ist. So, hier müssen wir jetzt springen. Uhoho. Ach, Alter, wie blöd ist die Fledermaus eigentlich. Kriegt hier gar nichts auf die Reihe. Wieder rauf. Ach, wie laufe ich eigentlich? Ich versuche da immer drüber zu hüpfen. Ach, Batman, Batman, Batman. Batman, Batman. Oder muss ich? Muss ich da? Doch, da muss ich schon lang, gell? Okay. Und, ha! Ja, gerade noch. Ich dachte schon, der wäre wieder dran runtergeslidet. Aber wie gesagt, wir haben ja Zeit. Schlag die Kisten kaputt, damit du hier bequem durch kannst. Wieder hat es gerade kurz gehangen. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann müssen wir wieder Kisten... Wer stellt da hier die ganze Zeit Kisten in die Türen? Checkpoint. Und dann schaue ich doch gleich mal, ist das ein Medikit da? Nö, das ist nur irgendein blöder Stromkasten. Da geht es anscheinend nicht weiter. Obwohl, da ist auch... Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Hat er doch gemeint, dass ich mich hier drin verstricken werde in irgendwas. Also hier ist eine verschlossene Türe. Dann war das da hinten doch der richtige Weg. Auf geht's, Batman, roll dich! Roll dich! Weil es so athletisch ist. Dann müssen wir wohl doch hier entlang. Was ist hier? Da scheint es richtig weiterzugehen. Was ist dann hier noch? Irgendeine Armeekiste oder sowas? Nein, Medikit. Und das habe ich vielleicht ein bisschen nötig. Zwei Döschen. Jedes Döschen gibt ein Tönchen. So, hier hinein. Ah, die Gesetzeshüter, pünktlich wie immer. Hören Sie mir jetzt genau zu. Wir beide, Sie und ich, sind die einzigen Überlebenden von Batmans Amoklauf in der Klinik. Ich habe Ihnen das Leben gerettet, ja? Batman hat versucht, uns zu töten. Und ich habe Sie gerettet. Batman. Wer ist der Kerl? Was wissen Sie über Batman? Hat er Sie geschickt? Wer ist sonst noch eingeweiht? Reden Sie, verdammt! Sagt jetzt noch jemand was? Ich möchte ja hier nicht immer jemand unterbrechen. Aber wenn die gute Rachel schon so nach mir stöhnt, dann kann ich ihr ja nur zu Hilfe kommen. Oh, ich bin allerdings jetzt gerade sehr weit oben. Dann, soll ich mich da jetzt runtergleiten lassen? Ist das der richtige Weg hier? Nö, ich muss mich da rüberhangeln wahrscheinlich. Kann ich von hier oben schon jemand erledigen? Ja, von hier oben kann ich jemand erledigen. Dann mache ich das mal. Nein, nein, bitte! Er darf mir nichts tun! Herrlich, wie
Seele. Oh mein Gott, im Kampf gegen Crane und seine Handlanger. Ein ultimatives Action-Getümmel. Okay, können wir jetzt hier irgendwie Multi-Angriff machen? Ja, Alter, ich habe Crane weggeboxt, so hart wie ich bin. Okay, kurz noch trappen und schlagen und so. Oh, finaler Angriff schon. Und Crane wehrt gerade ab. Ich bin in einer blöden Stellung, wo gerade alles irgendwie laggt. Hallo, Freundchen mit Messer. Ich würde gerne den nächsten Angriff kontern, wenn mich jemand angreift. Ach, schade. Dann schlage ich halt einfach so drauf. Pum, pum, finaler Angriff. Und dann ist nur noch Crane übrig. Okay, greif mich an, du scheiß Kürbisgesicht. Und in den Sack im Gesicht schlage ich dir, trapp dich. Na gut, du bist ein bisschen widerstandsfähiger als deine Handlanger, aber das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Muss jetzt einen Abwehrbrecher machen. Kontor! Ja! Und nochmal trappen und packen. Diese Medizin gefällig, Doktorchen? Für wen arbeiten Sie? Raz. Raz. Al Ghul. Raz Al Ghul ist tot, Crane. Für wen arbeiten Sie? Crane! Dr. Crane ist im Augenblick nicht zu sprechen. Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Ich fürchte, die Polizei hat das Asylum umstellt, Sir. Und nach den Funksprüchen, die ich abgefangen habe, gedenken die Herrschaften nicht mit Ihnen zu verhandeln. Ist Jim Gordon auch hier? Ja, Sir. Er rückt mit seinem Team in diesen Sekunden in die Lobby vor. Gut. Wenn ich ihn allein erwische, wird er uns helfen. Okay, klasse. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Nichts. Ich gehe einfach mal weg, gell? Tschüss, Rachel. Ich lasse dich einfach mal da. Okay, muss ich jetzt einfach hier aus dem Gebäude raus. Ein Checkpoint. Okay, dann speichere ich mal. So, und bin jetzt natürlich mit meinem Latein nicht gerade weitergekommen. Hier muss ich nicht raus, gell? Ich kann doch nicht einfach die Rachel da drin lassen, gell? Das kann doch nicht sein. Rachel, kann ich dich nicht irgendwie mitnehmen, irgendwie packen und auf wie so ein Kartoffelsack auf die Schulter hauen? Nö, das geht anscheinend nicht, dann renne ich einfach weg. Lalalalalalala. Oh, ein Betthaken. Alle Einheiten, schalten Sie ihn aus! Schalten Sie ihn aus! Was soll das, Malkiewicz? Es reicht völlig, das Ziel zu verletzen. Wir sind doch kein Killer-Kommando. Oh, ich soll ja Detective Gordon allein erwischen, dann hole ich ihn mir mal hoch. Gordon, ich komme! Ich brauche Ihre Hilfe. Sie wurde mit einem Angstgas vergiftet. Ich bringe sie zu den Sanitätern. Die können ihr nicht helfen, aber ich kann es. Bringen Sie sie nach unten und warten Sie in der Gasse hinter dem Asylum auf mich. Was zum Teufel ist hier los? Dr. Jonathan Crane. Sie finden ihn in diesem Büro. Er war der dritte Mann an den Docks. Crane hat sein Toxin in Falconis Drogen geschmuggelt, dann hat er es hier weiterverarbeitet, getestet und in die Wasserversorgung eingeleitet. Aber was hat er vor? Für wen arbeitet er? Ich weiß nur, dass dieser jemand gefährlich ist. Bringen Sie sie runter. Sie hat nicht viel Zeit. Oh mein Gott, wir haben das Gebiet, den Arkham Untergrund, gemeistert. Und dann würde ich sagen, speichere ich kurz und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Batman Begins. Bis dahin, tschüss.